liebe Zuschauer, ich habe heute ein Gameplay für euch von einem Spiel, in dem ich noch viel lernen muss, bis ich überhaupt mal ansatzweise so gut bin, wie ich in Battlefield 3 bin. Das Spiel ist Red Orchestra 2 und ist ein Spiel von Tripwire Entertainment. Und es spielt im Zweiten Weltkrieg, speziell im Ostfront-Konflikt und hat eine Standalone-Erweiterung für den Pazifischen Krieg namens Rising Storm. Warum ich das jetzt ausgepackt habe, ist eigentlich ganz einfach. Ich bin momentan so ein bisschen müde von Battlefield 3 und versuche eigentlich noch die Zeit zu Battlefield 4 zu überbrücken, vor allem bis zur Beta. Ich möchte unbedingt wissen, wie das Spiel aussieht. Und da habe ich mir gedacht, warum redest du denn mal nicht so ein bisschen über, ja, Zweite Weltkriegs-Shooter? Ich habe das Thema letztens erst bei German LPK gesehen und fand halt lustig, wie er herangegangen ist. Das Ding mit Zweiten Weltkriegs-Shootern ist, je nachdem wie alt ihr seid, also wer in meinem Alter ist, der hat halt noch mitbekommen, wie Zweite Weltkriegs-Shooter quasi das Maß aller Dinge waren. Man hatte halt die Call of Duties, man hatte Day of Defeat, was eine Half-Life-Mod war. Und man hatte Medal of Honor, was damals noch ein richtig großer AAA-Titel war. Und das waren so mit die großen Zweite Weltkriegs-Shooter. Und dort war halt immer der Erzfeind so Deutschland. Und jeder, also man hat immer in der Russenseite oder in der Ami-Seite gespielt und hat halt Deutschland angegriffen. Was ich mir noch wünschen würde, wäre ein zweites Weltkriegsspiel, wo man mal die Deutschen spielt. Ich meine, klar, man hat verloren und man würde halt in der Verlierersicht spielen und immer auf dem Rückzug sein, aber ich könnte mir das ziemlich gut vorstellen. Und da ich vor allem in meiner Jugend sehr viel mit diesen Zweiten Weltkriegsshootern aufgewachsen bin, finde ich es ein bisschen schade, dass wir jetzt momentan die modernen FPS-Ära haben. Und in dieser modernen FPS-Ära ist halt eigentlich kaum Platz für Zweite Weltkriegsshooter. Und da muss man schon auf so Nischentitel wie jetzt Red Orchestra 2 zugreifen. Und ich muss sagen, eigentlich mal ganz interessant zu sehen, wie ein Hersteller oder Entwickler das Zweite Weltkriegsgenre sich greift und nicht nur das Zweite Weltkriegsgenre sich greift, sondern auch den Mut hat, den Schwierigkeitsgrad wieder so weit anzuheben, dass man nicht wie bei COD oder Battlefield reingeht und man hat sofort den Plan. Man kommt rein und macht alles nieder. Ja? Das passiert hier nicht. Ja? Selbst das Gameplay, was ich euch gezeigt habe, das ist nicht besonders. Ja? Ich bin wirklich schlecht. Und ich hatte Glück, dass ich überhaupt sowas aufnehmen konnte. Wo ich nicht nur die ganze Zeit verrecke, weil ich ein bisschen doof bin und die Leute nicht sehe. Ja? Aber man muss auch dem Spiel zugute halten, es hat eine extrem geile Atmosphäre. Ja? Und ich finde, das ist auch etwas, was den Modern War Shootern wirklich mangelt. Denn man kriegt diese Atmosphäre von einem richtigen Krieg, also halt so einen Stellungskrieg, so einen Frontenkrieg, die kriegt man in einem modernen FPS gar nicht hin, weil die meisten Konflikte sind immer so kleine Konflikte. Ich meine, bei COD ist es aufgrund der Engine und wie das Spiel aufgebaut ist, sind es halt immer die kleinen Maps. Und wenn man wirklich in der Kampagne spielt, dann sind es halt die Korridore, durch die man geht. Ja? Und bei Battlefield, machen wir uns nichts vor, der Singleplayer, das sind auch Korridore. Und im Multiplayer hat man zwar etwas größere Maps, aber es sind auch kleine Konflikte. Und man kann, selbst wenn man möchte, drumherum keinen Krieg sich denken. Ja? Und das ist halt das, was mir im Zweiten Weltkriegsshooter extrem einfach fällt. Und bei Red Orchestra muss man auch dazu sagen, sie haben komplett auf solche Sachen wie Hintergrundgeschossgeräusche verzichtet und haben komplette Sounddesign liegt in der Hand des Spielers. Also alle Spieler auf der Map tragen zum Sounddesign mit bei. Alle Schüsse, die man hört, gehören zu Spielern. Und das ist etwas, was ich extrem geil finde. Wenn man jetzt sich die momentane Shooter-Szene anguckt, dann fällt einem auch hauptsächlich auf, dass die Shooter alle ziemlich einfach sind. Man hat oft einen Crosshair, wenn man nicht gerade in dem schweren Modus, also diesem Hardcore-Modus spielt. Und man hat relativ viel HP und man hat Auto-Heal und was weiß ich alles. Ja? In diesem Spiel gibt es von Beginn an kein Crosshair. Ja? Es gibt selbst im einfachsten Modus kein Crosshair.
wenn ich nicht falsch informiert bin. Falls ja, falls ich falsch informiert bin, berichtige ich mich bitte. Und man hat limitiertes Leben und ist vor allem ziemlich schnell down. Ja? Man hat die Möglichkeit, wenn man an einer nicht sehr kritischen Stelle angeschossen ist, kann man sich verbinden. Man hat zwei Bandagen dabei. Und man kann in diesen zwei Bandagen halt seinen Tod etwas hinauszögern, indem man eine Blutung stoppt. Wenn man die Blutung nicht stoppt, blutet man halt einfach aus. Ja. Und das Wichtigste dabei ist halt auch zu wissen, dass man bei einem Schuss down sein kann. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel ziemlich interessant finde. Das macht den kompletten Kampf zwar am Anfang ein bisschen frustrierend, aber wenn man es dann raus hat und weiß, wie die Rollen sich spielen und was man zu tun hat, dann ist das Spiel sehr, ja, sehr belohnend, ja. Zum Beispiel solche Momente, wie ich hier gerade habe. Ich meine, na klar, sterbe ich, aber ich habe dem Gegner sehr viele Respawns geraubt. Auch das Respawn-System finde ich hier sehr interessant. Man hat Reinforcements, so ähnlich wie bei Battlefield. Beim Rush, aber nicht nur die Angreifer haben Reinforcements, sondern auch die Verteidiger haben Reinforcements, ja. Und die Verteidiger haben natürlich mehr, nee, nicht unbedingt mehr, aber die haben auch einen Reinforcement Pool und man kann sowohl als Angreifer als auch Verteidiger diesen Reinforcement Pool einfach komplett, ja, leer saugen, wenn man es richtig angeht. Was natürlich nicht der ideale Weg ist, um zu gewinnen, sondern der ideale Weg ist natürlich, alle Stationen einzunehmen. Und das finde ich auch lustig, also nicht lustig, sondern ich finde es interessant, wie das Spiel es angegangen ist. Und es gibt hier zum Beispiel, man könnte diesen Modus, den ich gerade spiele, als Rush-Modus bezeichnen. Aber es ist kein wirkliches Rush, weil man geht zu Punkten hin und nimmt diese ein. Also es ist eine Mischung aus Rush und Conquest, weil diese Punkte sind im Gegensatz zu einem Conquest-Modus in Battlefield 3 ab einem gewissen Punkt nicht mehr einnehmbar. Die Angreifer müssen immer zwei Punkte einnehmen. Und wenn sie diese zwei Punkte gleichzeitig eingenommen haben, gehören die Punkte für immer ihnen und können nicht mehr von den Verteidigern eingenommen werden. Das erinnert mich halt ziemlich sehr an den Rush-Modus, wo man halt die beiden M-Coms hat, wobei im Rush-Modus sich das natürlich sehr zentriert auf diese M-Coms. Und das wäre halt mal eigentlich eine coole Idee, wie man den Rush-Modus im Battlefield ein bisschen verändern könnte. Man könnte einfach statt M-Coms könnte man ein Gebiet, was man capturen muss, nehmen. Und dieses Gebiet capturet man dann halt mit mehreren Leuten. Man stellt sich dann mit den Leuten in den Radius, wo man capturen muss, und bleibt dort für eine gewisse Weile, und solange dort Verteidiger sind, kann man es nicht capturen. Ist natürlich fragwürdig, ob man das überhaupt so mit dem Battlefield-System umsetzen kann. Ich meine, die Respawns sind immer sehr schnell. Man kann auf seinen Squad-Member respawnen. Auch ein Punkt, der hier gar nicht geht. Man kann nur auf dem Squad-Leader respawnen. Und der Squad-Leader hat wirklich eine sehr wichtige Rolle, weil sobald der Squad-Leader down ist, ist das komplette Squad wieder an den Spawn gefesselt. Also als Squad-Leader muss man sich in dem Spiel wirklich Gedanken machen, wo man steht und ob man jetzt wirklich gerade kämpfen muss oder ob man sich nicht gerade zurückzieht, um das Squad auf einem spawnen zu lassen. Aber ich habe jetzt so eigentlich genug drüber lamentiert, wie das Spiel funktioniert. Und ich würde gerne eure Meinung wissen: Wollt ihr mehr von Red Orchestra sehen? Soll ich mich eventuell mit Leuten mal verbinden und gucken, ob ich eventuell mit denen zusammen Red Orchestra spiele? Wollt ihr auch mal Rising Storm sehen oder wollt ihr gar nichts davon sehen? Wollt ihr eigentlich nur Battlefield sehen? Dann spiele ich Battlefield. Ich meine, es macht immer noch Spaß. Es ist bloß ein bisschen langweilig, weil man spielt halt jetzt schon ziemlich lange. Und ja, also man spielt es schon ziemlich lange und man muss halt sagen, je länger man etwas kontinuierlich spielt, umso mehr hat man eigentlich schon alles da drin erlebt. Und jedes Mal, wenn ich in ein neues Spiel reingehe und dort ein bisschen spiele, habe ich halt neue Erlebnisse. Das war bei DayZ so, das war eine tolle Erlebnisse, die ich dort hatte. Und es ist auch jetzt bei Red Orchestra so. Ich meine, ich kriege ziemlich auf die Mütze. Aber jedes Mal, wenn ich so einen Moment habe, wo ich die Gegner ordentlich Tickets gekostet habe, sage ich jetzt mal, in meinem Battlefield-Jargon, dann denke ich mir immer so, ja, solche Momente hast du auch bald öfter, weil du wirst immer besser. Ja, jedenfalls, ich brauche euer Feedback. Hat euch das gefallen? Wenn nicht, dann sagt es mir. Wenn ja, dann sagt es mir auch. Denn nur durch Feedback kann dieser Channel weiterleben. Denn ja, eigentlich mache ich das ja auch nur für euch.
Ansonsten möchte ich noch zum Schluss den TurtleTubes danken. Ich meine, klar, ich habe auch ein bisschen was dazu beigetragen, aber wer von den TurtleTubes gekommen ist, Simon hatte ja ein Video gemacht, wo er ein paar Video- und Tonausschnitte aus einem meiner Videos benutzt hat. Und dafür hat er mich verlinkt. Vielen Dank nochmal dafür und ein Hallo an alle neuen Zuschauer. Ich verabschiede mich und auf Wiedersehen.